Los jetzt hier. Gut, das ging jetzt wenigstens ein bisschen schneller als vorhin. Lass ich los. Und dann lasse ich das Huhn eben erstmal leben. Das kann ich dann später noch zeigen. Das hatte ja jetzt auch nicht so ganz geklappt. Und konnte man hier? Nein, hier ging das. Doch, hier ging das. Genau. Wir können hier nämlich uns das ein bisschen einfacher machen. Und uns. Nein, du sollst nicht das Schwert ziehen. Mensch. Ich will mal Space drücken zum Springen, aber das Schwert liegt. Quatsch, das ist aber. Schwert ziehen. Nein, 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 bleib mal hier oben. Ja, sehr gut. Nein, 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 bleib mal hier oben. Hier will ich drauf. So. Denn alt ist das Springen und Space ist bloß Schwert ziehen und wieder einstecken. So, dann probieren wir das mal so. Ich speichere nochmal. Und. Stirb! Oh, ja, super. Grandios wie immer. Willst du mich verarschen? Ich muss den noch getroffen haben. Grandios wie immer gezielt, wollte ich sagen. Ja, das Gute ist, die sind ja alle gleich direkt hier. Das heißt, die zücken auch nicht die Armbrüste. Beziehungsweise Armbrusten. Ich glaube, die Mehrzahl von Armbrust ist eigentlich Armbrusten. Das hat ja auch nichts mit der Brust zu tun. So, und wir haben ja ordentlich was an Pfeilen. Dann können wir die ja eigentlich mal gemütlich aus der Entfernung beseitigen. Du hast da was im Kopf stecken. Da, wo ich jetzt gerade reinschieße. Hier, dort. Ja, toll. Ja, supi, genauso. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade die spannendste Methode hier, die Orks zu beseitigen. Aber ich habe einfach noch keine Rüstung. Und ich will mir das jetzt nicht antun, 5000 Mal den Ladebildschirm zu sehen. Deswegen diese etwas unkompliziertere Methode. Gut, das war's für dich. Ech, das ist jetzt natürlich doof. Ich muss es irgendwie schaffen, an dem Holz vorbeizukommen. Dummerweise, wir sehen, dass die Pfeile bleiben hier im Nichts stecken, auch so ein bisschen. Nein, 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 nein. Ich speichere mal. Ich muss mir bloß merken, wenn ich dann lade, falls ich sterbe, wenn ich sterbe, sagen wir so. Ach, Turbok hat keine Waffe, na sowas. Das ist ja tragisch. Gut, dann sterben wir natürlich nicht, sondern machen jetzt diesen Krieger auch noch ganz souverän fertig. Aua, hey. So. Manchmal reagieren die Tasten nicht so, wie sie sollen. Gut, ansonsten hätte ich mir jetzt merken müssen, direkt loszurennen, sobald ich wieder geladen habe. Und Cliff, der haut sich erstmal ans Feuer hier. So. Der hängt erstmal ab, ist also ein Cliffhanger. Oh, was ein schlechter Witz. So, jetzt machen wir mal Huhn Weitschuss hier. Ja, war ja gar nicht mal so weit. Das Tolle ist, Was soll das? ich Hör auf weiß, damit! ich bin böse. Nein, nee, nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Ach, komm schon. Hier, ich muss mal mit Oh. dir reden. Hallo, du, was haben die denn alle hier? Sag mal. Alles Tierschützer oder was? Alles Greenpeace-Mitglieder. Mann, ich Matsche! wollte. Lass mich in Ruhe. Ich wollte doch bloß ein paar Erfahrungspunkte hier kassieren. Ich krieg dich noch! Ja. Los, da gehen wir mal wieder hin. Vielleicht hat er sich wieder beruhigt. Hallo? Krieg ich dich doch noch? Willst du mich verarschen? Mann, da muss ich jetzt doch nochmal laden. So ein Mist. Wegen so einem Rotz. Also echt, manchmal könnte ich doch. Gibt's nicht. Also direkt losrennen, wenn es geladen hat. Und wir gehen wieder zuerst auf Topok los, weil der unbewaffnet ist. Und danach noch den restlichen Ork-Krieger, dann hat sich das. Jetzt braucht es seltsamerweise wieder länger zum Laden. Ich verstehe nicht, wonach das hier geht manchmal. Nom 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 nom. Okay, also jetzt ist nur noch ein Mini-Flammenkuchen anschließend übrig. Den stoppe ich mir mal irgendwann zwischendurch unbemerkt rein. Lauf! Jetzt habe ich fast wieder vergessen gehabt. Komm schon! Nein, du wirst mir nicht in den Rücken hacken. Das kannst du vergessen, mein Freund. Gibt's nicht.
So, Ruf bei den Rebellen ist dadurch auch hochgegangen und wir haben ordentlich Erfahrung gekriegt dafür, dass wir das Quest beendet haben. So, ich find's doof, dass die Quests schon beendet sind, wenn man den Auftrag ausgeführt hat und nicht erst, wenn man die abgegeben hat. Dadurch kann man nämlich manchmal aus Versehen Quests lösen. Das ist ein bisschen blöd, also sonst wäre es ja so, wenn man immer erst beim Sprechen mit dem Questgeber das kriegen würde, dass man es nicht mitkriegen würde, dass irgendwann ein Quest ist. Das fände ich persönlich besser, aber so können wir halt ab und zu mal aus Versehen einen Quest lösen. Hallo Cliff! Mach keinen Unsinn, Fremder, sonst werden uns die Orks bestrafen. Welche Orks? Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Schufte mit dem Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied, verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel, wenn du nur ein Mensch bist. Ja, das wissen wir ja schon. Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber da verlangst du zu viel. Besorg mir eine Schmiede ohne Orks und ich zeig dir, was ich kann. Verstehe. Ja, ist ein berechtigter Einwand, aber zum Glück weiß ich ja, wo es eine Schmiede für dich gibt, mein Freund. Du bist jetzt frei. Ich danke dir. Ich dachte schon, ich müsste sterben. So, und unser Ruf für Redok geht jetzt ordentlich hoch. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ach, ich zeig's dir, Mensch. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Bescheid! Ich bring dich weg. Gut. So, dann gehen wir mal ab. Der Cliffhanger ist jetzt zum Cliffganger geworden. Komm schon. So, der folgt uns jetzt und wir gehen wieder durch das Höhlensystem, dass er jetzt sauber ist. Und dann können wir gleich jetzt den Cliff unten abgeben und können noch unsere Belohnung dafür kassieren, dass wir die 5 Waffenbündel gefunden haben. Und dann müssten wir Redok eigentlich schon soweit abgeschlossen haben, denke ich. Bist du da? Ich glaube, ich bin, oder? Bin ich falsch? Nein, ich glaube, da vorne im Gestrüpp ist es irgendwo. Da, wo es so schön leuchtet. Ja, genau, da ist ja auch, ich glaube, da waren solche ungekippten Karten davor. Wir nehmen mal hier die Münze und die Schatulle mit. Der Rest ist egal, ich will keine Bürste haben. Ich wasche mich sowieso nicht. Ich meine, ich bin ein Gamer, ich wasche mich doch nicht. Komm schon. Mich riecht man auch schon immer 3 Kilometer gegen den Wind, weil ich, wie gesagt, Gamer bin. Wobei man würde mich riechen, wenn ich mal das Haus verlassen würde. Ich sitze ja nur in meinem Keller, wo es die ganze Zeit dunkel ist. Und ich habe auch nur die beste Technik, die ich mir aber immer bloß anliefern lasse, weil ich mich nicht traue, mit anderen Menschen zu reden und ich kommuniziere nur übers Internet, indem ich schreibe, weil ich mich nicht traue zu reden. Genau, weil ich nicht gern mit anderen Leuten spreche und weil ich mich nicht traue zu reden. Deswegen sind meine Sprachfertigkeiten auch gar nicht gut ausgebildet und ich sage so gut wie nie etwas und meistens ist auch Stille in meinen Let's Plays, nicht wahr? Kommst du? Gut, so, weiter. Ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Natürlich gilt für sämtliche Sachen größtenteils das Gegenteil. Kommst du? Ja, schön. So, da haben wir es auch schon fast geschafft. Hier ist schon die Gobbo-Höhle. Dann sind wir schon fast unten. Diese Hacker zwischendurch, die kotzen mich echt an. Das ist nervig. Und hier ist alles wieder wach, wie es aussieht. Mein Laptop hasst mich. Hier ist die Schmiede. Achso, wir müssen zu Javier, glaube ich. Ja. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Sehr schön, sehr schön. Und Cliff dankt uns, glaube ich, auch nochmal. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. NP, Alter, NP. So, was hast du denn noch hier? Wir können das Schmieden lernen und er kann uns Zeug verkaufen. Schauen wir mal, was er so hat. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, Langschwert. Könnten wir uns holen? Eigentlich schon. Oder? Der Degen. Kennt ihr, letztens bei TV Total kam etwas über eine Frau, die 14 Kinder hat und da hieß eins davon Dragon Dinoso Degen, wo ich das gerade lese. Ich weiß nicht, wie man seinem Kind so etwas antun kann. Aber gut, passt jetzt gerade nicht so ganz hierher.
Den Dragon Dinoso werden wir mal nicht kaufen. Wir kaufen uns ein Langschwert, für das wir auch gleich die Voraussetzungen uns erspielen werden. So, dann können wir auch den Kram hier verkaufen. Das können wir wegtun. Und das und das und das und das und das und das und das. Ja, dann machen wir noch Goldausgleich und ich muss... was heißt denn das? Irgendwas 1700 oder so berappen? Gut. Und Norris, zu dir will ich. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir wollen nochmal Stärke haben. Aha. Gut so. Mhm. So, ich habe noch 10 Lernpunkte. Da kann ich noch einen starken Schwertkämpfer machen. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt dich einfach nur auf seinen Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Armes. Merk dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Ja, toll. Und jetzt können wir besser kämpfen. Warum auch immer, ich verstehe es nicht so ganz. So, und die 5 Waffenbündel kannst du auch noch haben. Hier. Hier sind 5 Waffenbündel. Sehr gut. Das wird helfen. Hier hast du etwas Gold für deine Mühen. Supi. Was haben wir denn jetzt noch offen hier? Ach, finde den Rebellenuntergrund. Das ist das Letzte dann. Ansonsten ist jetzt eigentlich alles bloß noch so allgemein, nicht? Okay. Dann können wir eigentlich... Nein, wir gehen nochmal oben vorbei, um dem einen Kollegen Bescheid zu sagen, dass wir die Patrouille ausgelöscht haben. So. Na, alles fit? Wir passen auf. Das ist schön. Na, alles fit? Wir sehen uns. Ja, schön. Alles fit? Ja, ich sehe zu. Alles fit? Wir passen auf. Das hatten wir schon. So, 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 so. Zurück der Aufstieg hier. Alles fit? Wir reden später. Na, okay, wenn du meinst. Diese Wurzeln sind auch putzig hier. Wie sie so reinragen ins Nichts. So, alles fit? Lass dich nicht unterkriegen. Und bei dir? Wir passen auf. Schön. Alle dieselben Sprüche hier. Wir sehen uns. Mhm. So, wer war das jetzt hier? Du warst... Nein, du warst es nicht. Wo ist denn der? Du da, Gelford. Der mit der dicken, mega dicken Eisenrüstung. Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Innos soll Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Hier hast du einen Anteil von unserem Gold, Fremder. Da sitzt der Pimpf in seinem riesigen Metallpanzer ja die ganze Zeit auf seinem faulen Arsch rum. Und ich muss mich ja anstrengen und gegen die Typen mit einem scheiß Orkschlechter und einem und ohne Rüstung kämpfen. So, und jetzt haben wir mal hier das Langschwert ausgerüstet. Gut, das wird uns schon weiterhelfen, denke ich. Dann sind wir jetzt mal vom Orkschlechter weggekommen. Könntest du bitte aufhören, hier zu hacken? Das wäre sehr schön. Ich bin so traurig. Habe ich schon erwähnt, dass ich ab und zu das Bedürfnis habe, meinen Laptop gegen die Wand zu werfen? Also, wenn er dann nicht kaputt wäre, würde ich das machen, aber ja, ist halt so, ne? Eine Gobobeere. So, da können wir eigentlich gleich hier über das Hausdach hüpfen. Wenn mich das Spiel denn lässt. Hui! The Roof Slider. So, jetzt ist auch keiner mehr hier, das sehen kann. Jetzt kann ich mich dir widmen. Irgendwie sind die früher mal weitergeflogen, würde ich denken. Flieg! Ja, war jetzt auch nicht so riesig. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön böse von mir, die ganzen Tiere hier abzumetzeln. Aber so kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung. Bleib stehen, Schweini. Schweini, 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 Schweini. Komm schon, ich krieg dich. Ich bin so schlecht. Ich denke, das erklärt auch, wieso ich nicht auf Bogenschütze skillen werde, oder? Weil ich einfach nichts kann, das ist alles. Flieg, flieg, habe ich gesagt. Flieg! Ja, jetzt ist das Tier schon gestorben, bevor ich es überhaupt erwischt habe. So ein Mist. Wir können nämlich auch noch ein bisschen Fleisch mit uns einsammeln von den Hühnchen. Ich meine, Hühnerfleisch schmeckt ja nicht schlecht. So. Man sollte es bloß nicht roh essen, das ist vielleicht nicht so gesund. Flieg! Mann, die sind früher mal viel weiter geflogen. Das war ja auch nichts.
Also früher sind die dann schon mal 5 Meter weit geflogen oder so, ne? Und haben auch einen ordentlichen Bogen beschrieben, aber irgendwie scheint das mit einem Patch dann weggemacht worden zu sein.